So. Das muss leider weg. Also das hier ist auch cool, aber auch das muss leider weg. Und die Türen brauche ich mal. Dafür tue ich sogar, warte mal. Das ist eigentlich eine intelligente Geschichte, wenn wir einfach mal das Bett gerade hier hinsetzen. Und jetzt die Kerze ist kein Platz mehr, okay. Aber das hier könnten wir gerade auch noch entsprechend so. Dann kann die Kerze mal hier drauf. Ist irgendwie mystisch. So, die Türen müssten wir haben. Das heißt, die setzen wir uns erstmal dahin. Drüben haben wir auch Türen. Hier den Baum im Haus, der kommt auch weg. Ich glaube, das ist jetzt alles da draußen rumgefurzelt. Der kann bleiben. Wo ist das Zeug hin? Man weiß es nie immer so, ne? Oh, du bist so süß. Da liegt noch was. So. Dann haben wir ein Durchgangshaus auch direkt. Das ist schon mal gut. Ich setze die Türen ja aber lieber nach innen. Da stehe ich mehr drauf. Ich weiß auch nicht wieso. Unser erster Job sind natürlich Kisten. Dass wir so ein bisschen ausräumen können, dass wir uns hier weiter umgucken können. So. Dann mach ich mal schnell welche. Nee, so nicht. Unten einen Ofen brauchen wir auch. Ja, machen wir doch hier so, dass man da so aus dem Fenster gucken kann. Das ist auch ganz hübsch. So. Ja, eigentlich eine gute Idee. Ist meine einzige. Aber trotzdem eine gute Idee. Die macht ja wahnsinnig satt. Dann essen wir doch einfach mal. Können wir die essen? Die müssten eigentlich besser satt machen. Das sind Nüsse. Nüsse machen satt. Das weiß ich. Ich habe schon Nüsse gegessen in meinem Leben. So. Eine ganz casual Kiste. Oh, die Musik ist so schön chillig. Es soll ja auch hier alles chillig werden. So, dann machen wir uns auch noch ein Öfchen. Ja. Ja, wir spielen hier übrigens Noob vs. Bro. Nur, dass Bro abgesagt hat. Das tut mir auch sehr leid. Kein Bro. So, wenn wir. Könnten wir eigentlich dieses Holz hier auch zu Steinkohle verholzen? Das wäre ja sehr schön. Ne, dass man dann hier. Ja. Geht das? Aber da draußen war noch Fleisch, ne? Vielleicht ist es noch da. Wahrscheinlich ist es jetzt weg. Habe ich zu lange rumgebummelt. Aber es sind noch Beeren. Ist ja doch live in the Woods, ne? Aber doch durchaus zutreffend mit School of Survival, wenn ich mir das angucke. So. Diese grüne Kerze, ich weiß jetzt nicht, es ist eine, ja, aber warum ist sie grün, die Flamme? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir hier was aufs Dach steigt? Das werde ich sehen. So, dann mal ab ins Bett. Das hat jetzt auch hier so einen grünen Schein drüber, siehst du? Ich bin hier wahrscheinlich jetzt so voll magiemäßig. Ja gut, dann tun wir jetzt erstmal hier die Schleime weg, ne? Die können da mal liegen, auch hier die Dings kann da liegen. Das Ding hier, das könnten wir nutzen, um es theoretisch. Finde ich gut. So, das ist schon mal gut. Dann, jetzt ist die Frage. Warte mal. Wenn ich jetzt hier normales Holz, ich weiß es nämlich gar nicht, ich habe das letzte Mal immer Stämme verbrannt, da passiert rein gar nichts. Aha. Man muss also doch, man kann nichts anderes zu Steinkohle verbrennen. Ne? Wenn ich einen Sticky verbrennen will, tut sich auch gar nichts. Das ist nämlich das, was ich nicht mehr so wusste. Gut, wir brauchen auf alle Fälle Holz. Oder eben noch besser eigentlich Materialien von aus der Mine, aber ohne Fackel ist halt echt doof. Die Knochen kommen da auch rein. Wir sind ja so Leichenfledderer. Pfeil und Bogen habe ich ja schon, das finde ich auch sehr gut. Ein Portfolio an verschiedensten Spitzhacken. Sehr witzig. Die Gemälde kommen natürlich auch da rein. Auch erstmal hier unsere kostbaren Bücher. So, auch diese Bücher, die nicht so ganz kostbar sind. Aber auch schon kostbar. Dann haben wir hier ganz viel verrottetes Fleisch.
Kann man damit jemandem Schädel erschädigen? Kann man das eigentlich irgendwie kochen? Das geht. Ich kann Fleisch kochen. Verrottetes Fleisch. Ich kann verrottetes Fleisch kochen. Ich weiß zwar nicht, warum ich verrottetes Fleisch essen sollte, aber. Oh, das ist aber. Sieht aber komisch aus. Talg. Talg auch. Ach, da ist es schon wieder aus, das Feuer. Schade. Schafft er nicht so viel? Nein? Aber jetzt schauen. Jetzt habe ich geschmatzt. Tut mir leid. Aber. Das kommt, du schaffst das noch ein Sticky dazu, dann schaffst du es wirklich. Ja, du schaffst das. Ich glaube an dich. Komm, schaff ihn. Ja, genau. Jetzt haben wir drei Talg. Ich weiß nicht, was man mit Talg machen kann. Kann sich ja irgendwie Rezepte anzeigen lassen. Okay. Das war nicht das, was ich wollte. Okay. Wie kann ich mir denn hier zu Talg Rezepte anzeigen lassen? Kann ich hier irgendwie mit Talg mir irgendwas machen? Nein, mit Talg. Was kann Talg? Talg. Gibt's das hier irgendwie drin? Vielleicht? Oder ist das hier nur Minecraft Default? Das könnte nur Default sein, ne? Wie kann ich denn das Buch wieder zu? Wie kann ich denn hier Talg? Talg. Talg. Was kann Talg? Ah, Talg. Talg kann. Ja, ich habe Talg gemacht, richtig. Und was kann Talg? Schmelzrezept. Kraftringrezepte. Okay. Ich weiß, warum ich will. Nein, das ist richtig. Ja, das ist hier. Das ist. Aha. Okay. Aber was kann Talg? Nochmal. Talg. Das ist er doch. Achso, ja. Aber man macht ihn. Dann hat man Talg. Aber was macht man mit Talg? Das muss doch irgendwo stehen. Ach, hier, guck mal. Ach, Kerzen könnte ich damit machen. Ach, guck mal. Kerzen. Das finde ich eine gute Sache. Kerzenstände. Geile Sache. Talg ist gut. Talg ist mein Freund. So. Jetzt habe ich einen halben Tag verbummelt. Dabei muss ich mich hier dringend nochmal umgucken. Ach so, der Kompass. Den brauche ich auch nicht unbedingt eine Hand. Hilft mir jetzt auch nicht weiter. So, Kompass. Komm her, Kompass. So, Kompass. Da kommst du rein. Da unten. Das Gammelfleisch packe ich auch erstmal da rein. Der Zuckerrohr auch. Und dieses Flussbambusrohr auch. Oh, ansonsten nehme ich jetzt mal erstmal. Nee, stimmt nicht. Das hier lasse ich natürlich. Apropos. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit. Und zwar die Möglichkeit, dass wir uns gerade mal. Was ja nicht so schlimm ist, aber eigentlich Gold ist ja normal nicht so viel wert. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Dann haben wir schon mal eine Ho. Eine goldene Ho. Zwar, aber das sehe ich jetzt nicht als Nachteil. Die Ho ist da, weil wir haben ja noch sowas wie Senfkörner und Winterkürbis und Gurke und wir wissen halt die Jahreszeit noch nicht. Ich würde mal kurz hier tatsächlich das hier wegklopfen. Da ist das drin. Dass wir hier vielleicht direkt vorm Haus uns einen schönen Garten anlegen können. Das kann ruhig da bleiben, das Grüne, oder? So. Da haben wir einen Säppling. Da sitzen wir.